hat einfach Freude, wenn man am Morgen kommt, hinläuft, man sieht, ja. Und auch, was man mit dem kann leisten kann, eigentlich nicht so gross. Man tut riesige Häufen für uns und, ja. Wir müssen ein bisschen dies, wo die Hydraulikkühl im Blut haben. Also, das ist Gott, das nicht, sonst funktioniert das nicht. Weil jeder, der hier, jede Frage, die hier rumläuft und rumfährt mit diesen Maschinen, jeder ist ein bisschen angefressen von dem Zeug. Er fiebert ein bisschen für das. Obwohl, es manche geht vielleicht nicht zu, aber am mindesten, das ist immer so. Es braucht einfach ein gewisses Gefühl. Also wie bei einer Frau auch, wo ich mir auch Gefühl habe. Kann man nicht in den Mund in den Kreis rufen. Da muss man einfach Gefühl zeigen. Und das sieht man einfach, wie einer fahren mit einer Maschine. Stell dir mal vor, wenn du so im Büro bist, deine Art machst, und ständig einen hinten am Sitzen so dominiert. Stell dir mal das vor. Glaubst du, du wirst eine halbe Stunde erdulden? Du musst sagen, hey, das kannst du hören, ich weiss jetzt, wie es geht. Und das geht aber 8 Stunden. Montags geht es weiter. Ja, das war schon als Bübel so, dass ich eigentlich nur immer eine Hauptsache, es hat laut tönt und hat einen Arm dran, einen Joystick drin, und dann bin ich schon weit um zufrieden gewesen. Okay. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch vom Znün. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Wir sind im Abbruch. Und der Fernseher drückt. Ja, da fährt jeder eine Stunde an, oder? Ich habe es eigentlich schon erreicht, weil etwas Grösseres gibt es nicht in der Schweiz, außer dem Rönnesi-Backer. 56, 65 Tonnen, 70 Tonnen. Danach ein 57er, der ist 100 Tonnen. Danach bin ich auf den hier gekommen, ja. Für den Rönnesi ist er ganz gross. Den siehst du, so gibt es nicht. Da gibt es nie auf der Welt. So. Das ist einzigartig. Das ist ein Unikat. Das ist der grösste Backer hier der Schweiz. Der ist bei 170 Tonnen schwer. Aber ich meine, es kommt nicht auf die Grösse drauf an. Klar, es macht schon ein bisschen mehr Freude, aber
Mir macht es einfach Freude, weil er speziell ist, mit dem Dreistil auch noch und dem Stellausleger und dem Schild. Das ist etwas Spezielles, ja. Das ist für mich eine zweite Frau. Der Packer ist für mich eine zweite Frau. Da muss man so viel behandeln, wie eine Frau. Das ist einfach so, das ist für mich wie ein Lebewesen. Bei uns ist die Arbeit ist auch noch etwas wichtig. Also, mir macht das auch Freude. Wenn ich sehe, was ich alles verrichtet habe oder ja, wie viel es gegangen ist. Alles, oder? Das ist etwas Schönes, ja, wenn du selber oder wenn du eine Bösche machst und du läufst wieder eins durch und kannst sagen, das habe ich gemacht. Und komm, sing den Chef. Ich kann ihn eben nicht. Passt nicht. Könntest du dich auch auswählen? Nein, nein. Komm, sing jetzt. Und was mir am Herzen liegt, das ist ein Preistubach. Drum braucht zum Zeitvertreiben Preistubach. Da kommt der Öfter. Dann mache ich den Tubach. Ja, ich habe den. Ja, ich habe den Uhr. Ja, ist die Uhr. Zum Jalala, Udu, Jalala, Jalala, Und Daddy und mein Mütti, sie haben mir doch das Leben geschenkt. Haben mir gegeben, viel Liebe, Liebe, so viel habe ich schon dran gedacht. Und bescheiden haben sie gesagt, was wir brauchen, ist Dankbarkeit. Oh, fett.